Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und wir stehen hier, wie ich finde, im furchtbarsten Gebiet im ganzen Spiel. Naja, was heißt furchtbar? Eigentlich nur wegen den Tieren oder vor allem wegen den Spinnen. So, designtechnisch ist es eigentlich schon ganz geil gemacht. Ein bisschen dunkel. Was heißt bisschen dunkel? Nachts ist es einfach schwarz-weiß. Aber ja, hier, das sieht man schon. Aber gut, die stören mich jetzt weniger. Es geht hauptsächlich um die Spinnen. Das, ja. Gut, hier ist unsere Alugehäuseproduktion. Die ist eigentlich soweit fertig. Wir müssen nur noch alles anschließen. Und wir brauchen Wasser. Also die ganze Fabrik braucht hier 720 Kubik Wasser in der Minute. Und wiederverwerten können wir 240 Kubik. Das heißt, wir müssen 480 Kubik Wasser erstmal anschaffen. Gut, und das machen wir einfach hier. Weil ja, 480 Kubik brauchen wir extern und 240 Kubik werden hier nochmal produziert. Dann zur Aufklärung. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt halt hier mal runter und ziehen, ups, und ziehen hier die Pipeline hoch. Das wird wieder mit, du Scheiße, mit Pumpen und alles mögliche. Hoffentlich funktioniert das. So, das machen wir dann einfach so. Vertikal. Zack. Genau, jetzt sollte ich von unten rankommen. Hoffe ich. Hier ist voll die Strömung, was geht ab? Schaut gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Wasserextraktoren wir brauchen. Ich könnte theoretisch auch zwei oder drei bauen. Mal zwei. Halbwegs nebeneinander vielleicht. Ja, passt schon. 120. Aber wir brauchen vier Stück. Okay, na gut. Na, hier geht's. Das ist. Okay, na gut, kann ich es eigentlich draußen auch hinbauen? Will ich mal testen. Das schaut hier aus. Na, furchtbar schaut das aus. Als wenn hier die Map-Grenze wäre, aber man kann es hier tatsächlich hinbauen. Aber warum schaut das so aus? Zack, und jetzt in ein Unterwasserviech. Ich komme nicht mehr hoch. Ich könnte ja nie irgendwie so. So Taucher sein. In solchen Sumpfgebieten oder so, das ne. So, hierher passt. So, wir brauchen jetzt ein paar Kreuzungen. Zwei Stück, um genau zu sein, lol. So, guck mal. Oh, scheiße, ich habe keine Eisenplatten mehr. Okay, dann machen wir das. Ah, Mist, ich muss so oder so nochmal her. Scheiße. Und mal hier so. Das unter Wasser gebaut, da ist das andere. Dachte mir schon. Dann gehst du so, genau. Na, komm schon. Zack. Zack. Und das geht es wieder nicht, oder? Genau, weil mir Eisenplatten fehlen.
könnte mal das letzte wegmachen. Einfach nur mal gucken, ob das halbwegs gut ausschaut. Halbwegs. Ja, und dann gehen wir einfach hoch, genau. Dann müsste ich jetzt eigentlich theoretisch nicht mehr runter. Kann das sein? Wir machen das so. Also, ich muss nicht nochmal hierher. Aber ich hätte das schon gern nach unten gebaut noch. Also ganz nach unten. Und das geht, das ist sehr schön. Ziehen wir das hoch. Genau. Ach halt. 50 Meter Förderhöhe. Jetzt ist halt die Frage, was sind 50 Meter? Sagen, so passt das, oder? Wie viel habe ich da noch frei? Zwei Stück, das passt genau. Zack und zack. Hoffentlich reicht das. Naja, ich kann oben immer noch eine hinbauen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier den Weg zurück. Holen. Ja, vor allem Eisenplatten und was haben wir noch gebraucht? Ach ja. Förderbänder. Eieiei. Das Wasser ist schon ganz schön dunkel hier alles. Am besten gehen wir einfach den Strommasten wieder entlang. Das ist am sichersten, glaube ich. Hoffe ich. Wahrscheinlich sind... Es kam nämlich wieder ein kleiner Patch mit einigen Fehlerbehebungen. Kann natürlich immer sein bei solchen Patches, dass Tiere und alles mögliche respawnen. Das wäre natürlich jetzt schlecht. Vor allem hier war irgendwo eine Spinne. Ich bewaffne nämlich schon mal. Okay, anscheinend nicht. Hier ist das Leichenteil. Gut. Dann passt ja alles. Dann kann ich erstmal auf den ganzen Schock einen Schluck Kaffee trinken. Und solange wir zurücklaufen und euch das taugt, könnt ihr ja gerne abonnieren. Würde mich freuen. So. Und wir müssen noch zur Kohle hinter, weil da fehlt Strom nach wie vor. Aber ich denke mal, wir könnten heute hier fertig werden. Mit dem Alugehäuse zumindest. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich habe beziehungsweise eine Information von euch bekommen wegen den Quantencomputern und den Überlagerungsoszillatoren, dass ich dieses Wort mir gemerkt habe. Bekommt man anscheinend durch den Adventskalender, okay, das ist ganz neu für mich. Und da gucken wir gleich mal, ob der schon freigeschalten ist. Wahrscheinlich nicht, weil es ist noch nicht der erste. Also zumindest bei mir noch nicht. Bei euch vielleicht schon. Oder bei euch mit Sicherheit. Aber mal gucken. Das müsste ja theoretisch in der Forschung dann sein. Oder? Ich habe hier keine... Ich habe hier keinen Hub. Das ist das Problem. Ich könnte mal eine MAM bauen. Das heißt, ich müsste dafür eh zurück, wenn ich den Kalender mache. Wenn das über den Hub freigeschalten wird. Ja gut, aber es ist noch nichts da. Da müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. So, wir haben gebraucht Eisenplatten. Eigentlich nur Eisenplatten. Ich nehme mal, wie viele Kabel haben wir noch? 700. So, das ist natürlich jetzt doof. Ich muss da nochmal hinter. Merke ich gerade. Weil die Alugehäuse werden ja produziert. Die muss ich dann mal, keine Ahnung, 3, 4 Stacks muss ich mitnehmen. Schaut eigentlich hier aus.
Da muss ich mal welche reintun. Wir lassen das hier mal volllaufen kurz. Weil die Alugehäuse brauche ich ja für die Steuerungspunktsteuereinheiten, wie sie auch heißen. Moment. Punktsteuereinheiten, mehr genau. Autosave, nice. Hier gemacht. Oh, dazu brauche ich auch noch Computer. Das kann ich aber alles mit der Hand reintun. Lass ich schon mal. Ich brauche hier erstmal bloß, ganz wichtig, 20 Stück. 21. Gut. Die muss ich hier schnell manuell machen. Was heißt manuell? Hier machen lassen, dann wieder hinten den Drohnenhub bauen und dann kann ich das Zeug einfliegen lassen. Das ist der Plan. Gut. Alugehäuse. Nicht Alugehäuse. Aluplatten. So, das reicht auf jeden Fall. Gut. Dann gehe ich mal in diese Richtung hinter zur Kohle. Weil ich brauche Beton noch. Da muss ich jetzt nicht hier zickzack laufen. Ich laufe eh genug Umwege, also. Muss ich ja nicht übertreiben. So. Das könnte hier ganz schön eng werden. Naja, ein bisschen ist noch da. Ja, ist ja gut. Ich tue euch nichts und ihr tut mir nichts. Deal. So, eigentlich müsste hinter der Klippe theoretisch die Kohle sein. Ja, hier ist die Kohle für die Hauptbase. Da hängt eine blaue Schnecke. Nice. Ich bewaffne mich mal lieber. Also solche Schnecken for free nehme ich natürlich mit. Das sind dicker oder was? Tatsächlich. Aber ich würde halt für blaue Schnecken nicht irgendwie krass Umwege gehen, obwohl ich halt Schnecken echt brauche. So. Ich dachte eigentlich, dass jetzt halt hier irgendwo die Kohle sein muss, da unten. Nö. Aber hier wäre auch Kohle. Hinten sieht man übrigens das lila Teil vom Sumpf. Das ist hier irgendwo. Ja, da ist es doch. Genau, wir müssen eh nochmal runter zu den Minern, weil wir brauchen 240 Kohle in der Minute. Und wir machen aktuell bloß 120, das ist halt viel zu wenig. Oder? Ja. Erst vier Schnecken müssten rein, hatten wir glaube ich schon mal gesagt. Also hier zwei und da drüben zwei. Perfekt. Leiter. Oh, ich habe nur noch 37 Treibstoff. Das ist natürlich jetzt. Und nein, 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 nein. Bleib hängen, bleib hängen, bleib hängen. Oh Gott. So, während ich auf der Leiter bin, lädt das Jetpack nicht auf. Gut.
Das war natürlich jetzt doof, aber passt zu mir. So. Jetzt aber, komm. Ich könnte natürlich die Leiter einfach ein Stück höher bauen. Aber wäre ja langweilig. Ich muss hier eh nie wieder her, glaube ich. So, wir nehmen den Strommasten gleich mit. Sehr gut. Und heute müssen wir mal wieder zu den Coupons schauen. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal nicht gemacht. Oder das vorletzte Mal sogar auch nicht. Weil wir ja in dem Sumpfgebiet da hinten waren. Und extra wegen den Coupons jetzt zurücklaufen. Nee. Ich hätte natürlich einfach einen Bretter aufstellen können. Fällt mir gerade ein. Beziehungsweise ich habe ja hinten eh einen stehen. Nein. War dumm. So, hier rechts von mir haben wir eine gelbe Schnecke, sehe ich gerade. Nice. Irgendwie schaut das so aus, als wenn immer zwei fliegen würden. Gut. Mich wundert es ein bisschen, dass hier in diesem großen Gebiet hier, in diesem ganzen Strandabschnitt, bloß diese eine Festplatte ist. Oder es gibt noch irgendwo eine und ich sehe sie einfach nicht. Hm. Gut. Das ist ganz schön lang, ey. Oder was heißt lang? Ja, doch lang. Lol. So, gut. Und das zieht sich echt heftig. Ach ja, das sind die fliegenden Steine wieder. Gleich geschafft. Und hier ist wieder die Schnecke, die ich nicht einsammeln kann, warum auch immer. So, jetzt müssen wir gleich beten, damit es mit dem Wasser funktioniert. So, komischerweise bei Öl und anderen Flüssigkeiten hatte ich noch nie Probleme, irgendwelche Höhenunterschiede zu machen. Aber beim Wasser jedes Mal. Deswegen auch diese lustige Konstruktion mit den AKWs, wo wir das Wasser ja umgepackt haben in verpacktes Wasser und dann wieder entpackt haben. Das werde ich, glaube ich, in Zukunft immer so machen mit Wasser. Also jetzt hier nicht, aber... Gut. Ach, ihr braucht auch noch Strom? Gleich mal anschließen, dann kann ich gleich gucken, ob es mit dem Pumpen funktioniert. Ja, das reicht nicht. Oder? Nee. Gut. Ich bin gespannt. Was geht denn jetzt aus? Ich bin so dumm. Ist das euer Ernst? Kupferbleche. Okay. Leute, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Hier ist Kupfer.
Hier war doch gerade eben irgendein Dicker, oder? Naja, egal. Ist das dumm? Ich mache jetzt die Kupferbleche hier schnell. So, weiß ich aber danach wieder ab. So, Schmelzer. Zack. Ist egal, wie das jetzt ausschaut. Das könnte aber ein bisschen eng sein, lol. Eckt mich. Jetzt muss ich ja doch wieder darunter hier. So was Blödes. Dann machen wir das. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Jetzt ist er da. Da ist er doch. Oh, und mir geht der Treibstoff aus. Scheiße. Okay, der hat nicht viel ausgehalten. Ich glaube, ich wäre schneller, wenn ich zurückgegangen wäre. Aber das ist ja langweilig. Immer zurückgehen und so. Gut. Ja, ihr bekommt auch noch schnell Strom. Ich sollte nicht so viel fliegen, habe ich gesagt. Ich hau hier auch noch eine Schnecke rein. Gut, dann reißen wir das hier mal schnell ab. Irgendwie habe ich oben drauf keinen Strom. Kann das sein? Ach, ich habe das falsche Kabel abgerissen. Ich bin so doof. Das hier muss weg. Und das hier muss ran. Jetzt. Sehr gut. Und es wird gleich dunkel. Das ist natürlich nicht sehr gut. Das ist einfach nur scheiße. Gut, aber ich könnte jetzt mal. Wollte ich ja eh mal machen. Was das da hinten für ein lila Zapfen ist. Ich werde gleich so todeserschrecken wahrscheinlich. Hey, wo ist er denn? Ist er nicht eigentlich hier? Check ich jetzt nicht. Man hat doch von der Ferne immer so einen lila Stachel gesehen. Das müsste doch hier sein. Hm, naja, gut. Servus. Gut, dann gehe ich einfach wieder schön zurück und keiner gibt mir auf die Eier, bitte. Das schaut schon leicht ekelhaft hier aus. Das kann man aufheben? Mit Zelium? Okay, krass. Brauche ich zwar nicht, aber... Okay. Heftig. Ja, gut zu wissen. Ich brauche ja jetzt nicht unendlich viel Kupferbleche, oder? Naja, ein bisschen brauche ich. Komm, komm. Ah. So. Sehen wir hier noch irgendwas? Gibt. Gut, gut, gut.
Wie viel werden wir denn da brauchen? Bisschen noch, komm. Könnte natürlich nutzen hier aus, hier kommt genug an. Okay, ich reiß das hier schon mal ab, Autosave wieder. Dürfen wir ja die Umwelt nicht verschandeln hier, gell? Lol. Oh, ich hol das da hier mal rein. 81, wie schaut's hier aus? Passt, passt, passt. Komm, gib Gas. Ich denke mal, jetzt sollte es reichen. Habe ich noch. Dauert immer noch. Noch eine Schnecke rein. Ich könnte nebenbei mal schnell. Eine Schnecken wegmachen. Gut. Eieiei. Dann hauen wir halt hier nochmal welche rein. Hier kommt, gib Gas. Ja, und sonst so, Leute. Wir haben es gleich. Zack, fertig. Mitnehmen. Du, Leute, du bist auch fertig, oder? Gleich. Das Band, das kann ich auch schon abreißen. Hier eine Schnecke rein, hier eine. Leute, Leute, Leute. Genau. So, Arschlecken. Dann kommst du weg. Na, komm. Du. Dich machen wir wieder an die Pumpe hin und deshalb hoffe ich, dass ich da hochkomme. Aber es müsste eigentlich gehen, weil ich habe. Ja, obwohl der Abstand ist schon ganz schön. Oder snappt der hier auch ein? Weiß ich nicht. Aber scheint so. Gut. Gehen wir hier die Kurve ordentlich zu bekommen. Ah, das kann ich schon, oder? Ja, nicht ganz. Es muss ein bisschen weiter vor. Aber es würde gehen. Nee, dann lieber so. Aber das verstehe ich natürlich auch nicht. Ich kann ja die Wandhalterungen kann ich nicht in der Länge verändern. Kann man das quasi gar nicht vernünftig machen. Oder ich gehe natürlich noch ein Stück ran. Warte mal. Nur testhalber. Ich sage, ich gehe. Mach das so. Nee, dann schaut es ja noch schlimmer aus. Ja, was soll's. Wir machen hier einen kleinen Wasserspeicher hin. Wie viel passt denn der? 400 Kubik. Und es kommt an. Sehr gut. Wie viel kommt an? 600. Kann eigentlich gar nicht sein. Sehr, sehr gut. Halt. Leicht, ganz leicht. Weil ich brauche jetzt keine Bleche mehr, glaube ich, oder? Nein. Brauche jetzt nur noch
Weg, weg. Das Box sieht von da unten. Komm schon. Das ist zu steil, okay, ich muss noch weiter runter. Sehe ich's nix. Sehe ich nicht den Ausgang. Ja. Verdrängung. Ja, der ist natürlich jetzt zu tief, der ist im Boden drin. Ich könnte natürlich auch runterspringen, aber ich will nicht runter. So, jetzt kommt Bauxit, Wasser kommt auch an, richtig. Perfekt. So. Ich arbeite hier jetzt echt mal ein bisschen mit den Schwebedrucksack, sonst geht mir das Treibstoff aus, wenn ich hinter will, zurück in die Base, weil wir sind eigentlich mehr oder weniger fertig. Ich muss halt nochmal her, das stimmt. Da. Geht ja das. Dieser Stachel. Da war ich doch gerade, oder? Komisch. Gut, Bauxit kommt. Nice. Dann müsste jetzt hier... Ja, perfekt. Das funktioniert schon. Kohle ist auch angekommen. Sehr gut. Hier wird Wasser produziert. Das wird dann quasi hinten rum da wieder eingespeist. Weil wir brauchen ja hier Wasser. Da kommt es ein bisschen so vor, als wenn das Bauxit zu langsam wäre. Aber das passt schon, glaube ich. Ja, ja, das passt schon. Ja. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch, weil hier kommt jetzt die Alubahn, genau. Aber hier läuft das noch nicht richtig rund, oder? Doch schon. Wir produzieren halt viel zu viel Aluschrott, deswegen wird das hier getrennt. Oder gesplittet mit einem intelligenten Splitter. Wenn es dann mal irgendwann vollgelaufen ist, es dauert aber ein bisschen, weil der Schrott stackt bis auf 500. Das war natürlich scheiße jetzt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das muss ich echt... Eigentlich müsste ich kurz warten. Ja, ich muss eh kurz warten. Genau, hier hinten werden... die Alugehäuse gemacht. Ich muss mal ein bisschen runter hier. Das könnte ich eigentlich gleich mal zusammenfusionieren. Genau, und hier kommt dann der Drohnenplatz hin. Halt falsch. Das sollte reichen. Gut, kann ich leider noch nicht bauen, weil, wie schon gesagt, es fehlt mir die scheiß Funksteuereinheiten. Könnte ich die 8 Stück vielleicht hier machen? 8 Stück reichen. Ja, hier. Moment. Das wäre natürlich super. Ja, kann ich. Weil dauert halt ultra lange. Aber es sind immer zwei. Dann hole ich mir hier noch die Alugehäuse raus. Und die drüben auch noch. Da muss ich jetzt gar nicht nochmal her. Das ist sehr geil. Sehr, sehr cool. Ich sollte halt so viel Alu-Gehäuse mitnehmen, damit ich hinten... Beziehungsweise, nein, wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen gleich hier alle 21, weil sonst stehe ich hinten und will den anderen Drohnenport bauen. Und mir fehlt dann bei meinem Glück ein Alu-Gehäuse. Ich mache das gleich hier. 16, es geht ja relativ schnell. Relativ schnell.
fehlt. Es fehlt wieder Alugehäuse. Gibt's doch nicht. So, jetzt sollte es reichen. Das kann ich mal wegschmeißen. Hier brauche ich nicht mehr. Ja, perfekt. Ja, geht doch. Wieder Brain gehabt. Mhm. Weiß, ihr wusstet das von Anfang an, dass man das so machen kann. Lel. Den Fusionator habe ich falsch gestellt, aber das geht so auch. Wisst ihr was? Wie dumm ich eigentlich bin? Ich brauche ja Batterien. Das ist ja dumm. Das heißt, ich brauche jetzt eine Batterienfabrik auch noch. Scheiße. Nee, das geht nicht. Oh, ist das dumm. Aber ich benenne das Ding schon mal um. Ich will auf gar keinen Fall mit einem Förderband hinter. Ich muss es mal gucken. Ach, das ist natürlich jetzt total doof gewesen. Hätte ich mir das alles sparen können. Gut, ich brauche das Alu sowieso, aber... Moment. Produktion. Im Mixer wird das gemacht, kann das sein? Aluproduktion. Batterien. Schwefelsäure ist gar kein Problem. Schwefel haben wir da. Aluoxidlösung ist auch kein Problem. Alugehäuse. Okay, das bekommen wir sogar hier hin. Relativ easy. Schaut euch mal das an. Das ist doch nicht mehr normal. Das schaut dafür umso geiler aus da hinten, aber... Okay. Nur Probleme. Gut, dann würde ich sagen, der Mixer kommt hierher. Kommt da irgendwas dabei noch raus? Wasser, aber nicht viel. Das speise ich hinten mit ein. Passt. Dann kommen hier die Batterien rein. Das könnte sogar passen, oder? Nee. Ist schief. Mist. Egal. Gut, und ich denke mal, ich brauche ja nicht viele Batterien, das ist es ja. Und hier werden 20 produziert. Das heißt, wir machen hier wieder einen intelligenten Splitter hin. Na, gleich wieder mehr Punkte für den Shredder und für unsere Coupons. Genau, dann geht nach rechts, geht der Überschuss. Und den fusionieren wir dann einfach mit hier drauf. Nicht hier mit drauf, was mache ich denn? Hier mit. Oh, Strom, scheiße. Ja, das passt irgendwie nicht. Ach Leute. Alles weg.
nicht. So, jetzt aber. Nein. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich das verkackt hätte hier. Aber das funktioniert. Der intelligente Splitter funktioniert. Vielleicht haben sie ja das jetzt geändert mit dem letzten Patch. Kann ich das hier auch anders machen? Gut. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist mit den Batterien, aber es geht eigentlich, weil das Wasser, was da rauskommt, das speisen wir hinten wieder ein. Alu-Oxidlösung habe ich eh. Aluminiumgehäuse habe ich auch. Schwefelsäure. Okay, Schwefelsäure ist aber jetzt nicht so das Problem, glaube ich. Wie viel brauche ich denn? 50. Ungefähr. Schwefel und Wasser. Perfekt. Wasser hole ich mir von da hinten. Und Schwefel, habt ihr ja gesagt, ist ja hier hinten auch irgendwo. Okay, das ist easy. Das ist echt easy. Gut, dann machen wir das so. Ein bisschen hasse ich mein Leben jetzt trotzdem, weil... Gut, wir müssen wieder runter. Wir müssen das nochmal aufbauen mit dem Kupfer. Weil ich brauche jetzt halt nochmal einen Haufen Pipelines. Aber während wir das da machen, während das durchläuft, gehen wir schon mal hinter zum Schwefel. Das ist ja hier irgendwo. Machen da schon mal alles fertig. Dann passt das. Genauso machen wir das. Aber das nächste Mal, würde ich sagen. Gut. Dann war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.